Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zum nächsten Let's Talk. Und heute geht es um die positiven und die guten Seiten der Entwicklung von Star Citizen. Ihr wisst, das Let's Talk ist nur ein Meinungsformat. Das heißt, wir reden hier selten über echte, greifbare, messbare Fakten, sondern wir reden über Gefühle. Naja gut, nicht ganz, aber wir reden schon größer, oder ich rede größer als über meine Meinung oder auch über die Meinung, die ich so von euch und von anderen aufschnappe im Laufe der Zeit. Und wir reden so ein bisschen über das große Ganze heute in diesem Fall, denn wir hatten ja letzten Sonntag zusammen mit dem Fritz von GameStar sozusagen die kritischen Seiten oder ja die kritischen Ansichten in Bezug auf die Entwicklung von Star Citizen und das Geschäftsmodell und so weiter ein bisschen beleuchtet. Auch da will ich noch gleich noch ein bisschen was drauf zu sagen. Und heute geht es quasi um die Gegenseite, also quasi das, worüber wir ja auch schon häufig in so fragmentierten Bereichen gesprochen haben, aber noch nicht so richtig insgesamt. Das will ich also heute nachholen und ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt mir also gerne wie immer eure Ansichten zu diesen ganzen Dingen in die Kommentare und lasst uns ein bisschen darüber diskutieren und ich würde sagen, wir fangen mal an. Denn wie gerade schon gesagt, letzten Sonntag war ja der Fritz bei mir und wir haben über die kritischen Seiten der Entwicklung von Star Citizen gesprochen. Und bevor ich jetzt zu den positiven Seiten komme, will ich nochmal kurz was zu dem letzten Let's Talk sagen. Denn ich habe ja natürlich alle Kommentare gelesen und einige waren so ein bisschen sehr, naja, sagen wir mal, sehr, sehr aggressiv gegenüber dem guten Fritz. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich hatte dann so teilweise das Gefühl, und das meine ich auch nicht böse, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Leute sich irgendwie angegriffen gefühlt haben, weil man sozusagen Dinge besprochen hat oder Dinge angesprochen hat, die vielleicht in Star Citizen schief laufen oder schief laufen könnten. Denn das war das, worum es ging. Es ging nicht darum, dass der Fritz jetzt auf meinem Channel irgendwie gegen Star Citizen haten will oder haten soll. Das ist auch völliger Blödsinn. Und das haben wir auch eigentlich gesagt. Aber irgendwie ist es bei einigen falsch angekommen. Deswegen will ich das mal so ein bisschen aufgreifen. Und deswegen will ich auch hier nochmal ganz kurz sagen, dass er sehr wohl der richtige Gesprächspartner war für das letzte Let's Talk. Einige hatten ja in den Kommentaren geschrieben, da hat er keine Ahnung und er kennt sich ja gar nicht aus mit Star Citizen, deswegen darf er jetzt nichts gegen Star Citizen sagen. Sehe ich aber ein bisschen anders. Er kennt sich nämlich sehr, sehr gut aus, zwar nicht mit Star Citizen direkt, aber mit Spielentwicklung. Er hat viel mit Entwicklern schon gesprochen. Es ist sein verdammter Beruf, das zu machen. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, beschäftigt sich also mit allen möglichen Games und letztendlich muss ich Star Citizen, ob wir das jetzt toll finden oder nicht, natürlich auch im Rahmen aller anderen Spiele irgendwie einordnen, gegenüber zumindest der großen Spielergemeinschaft. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück und deswegen war er aber genau der richtige Gesprächspartner für diesen etwas anderen Blick auf die Entwicklung, nämlich den Blick der anderen. Man muss einfach eines immer mit bedenken. Wir als Leute, die Star Citizen täglich oder regelmäßig spielen und schon lange dabei sind in der Entwicklung, wir haben einen guten Blick auf das Ganze. Aber was wir nicht haben, ist der, ich sag es mal, der Casual-Blick. Also der Blick von Leuten, die mit dem Spiel fast nichts am Hut haben. Die vielleicht wirklich nur mal beim Freefly reingucken, ganz grob mal die Entwicklung sich angucken. Welches Bild haben solche Leute in Bezug auf Star Citizen? Welche Gefühle sind da, welche Ängste, welche Sorgen, welche Probleme sehen diese Leute? Das ist ja eigentlich das Spannende, denn das ist die viel, viel größere Zahl an Gamern, logischerweise, als die, die sich jetzt mit Star Citizen regelmäßig beschäftigen. Und dadurch, dass wir uns auch regelmäßig mit Star Citizen beschäftigen, sind wir auch alle, wenn man ganz ehrlich ist, nie zu 100% neutral und unvoreingenommen. Können wir gar nicht sein, auch ich nicht. Ich versuche zwar zum Beispiel immer, möglichst objektiv zu sein, möglichst fair und ja, auch mal die kritischen Sachen anzusprechen, aber man kommt teilweise auf manche Dinge gar nicht, die aber durchaus als Problem wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass es ein Problem ist. Ich komme heute im Laufe des Let's Talks nochmal auf solche Sachen zurück. Da geht es um diese Geldgeschichte und so weiter. Aber das nur mal so vorab. Deswegen fand ich das Let's Talk vom letzten Sonntag auch super wichtig, weil es eben auch nochmal gezeigt hat, dass nicht alles immer zwingend, also ich sage immer, da wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und es kann halt durchaus etwas eintreten, was wir nicht so toll finden. Auch wenn wir das nicht wollen und auch wenn das noch nicht eingetreten ist. Aber es ist halt wichtig, auf solche Dinge hinzuweisen und so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, passt auf. Es ist, am Ende ist es trotzdem ein Game und nicht der Weltfrieden, ja. Und ja, es hat eben alles immer zwei Seiten. Gut.
Lass mal das aber an der Stelle mal so stehen. Ich denke, die meisten haben es ja ganz gut sozusagen aufgegriffen und haben das auch möglichst versucht fair zu sehen. Das fand ich auch gut. Danke dafür nochmal an der Stelle. Und die sich angegriffen gefühlt haben, tut mir leid, das war nicht der Sinn und Zweck von dem Let's Talk. Und das haben wir auch, glaube ich, auch so nicht gemacht. Genau. Nun aber zu den positiven Seiten von Star Citizen. Also, ich will es immer so ein bisschen verbinden mit dem letzten Sonntag, weil diese zwei Videos gehören gewissermaßen so ein bisschen zusammen. Worüber wir ja viel gesprochen hatten letzten Sonntag, war das Thema Geld. Das ist euch ja sicherlich auch aufgefallen, dass das Thema Geld immer wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist. Und das liegt natürlich daran, dass sich von außen gesehen viele Leute die Frage stellen, da ist ein Spielentwickler mit einer ganz soliden Fanbase, der unfassbar viel Geld eingenommen hat, ja, 350 Millionen Euro, das ist echt eine Menge Kohle, und es kommt irgendwie einfach kein Spiel raus, also kein fertiges Spiel, über Jahre nicht. Das ist so die ganz grobe Info, die die allermeisten Leute haben, die jetzt nicht so tief in Star Citizen drinstecken. Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass CRG natürlich zwei Spiele entwickelt. Natürlich sind beide noch immer nicht fertig und Squad 42, es weiß kein Mensch, in welchem Zustand dieses Spiel ist. Ich wünschte, ich wüsste es, keine Ahnung, wie lange sie daran noch sitzen und Co. Wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Also der Faktor Zeit, auf den komme ich auch nochmal zurück, aber finanziell ist es immer so ein bisschen relativ zu sehen. Diese 350 Millionen sind viel Geld, für zwei AAA-Spiele ist es aber wiederum okay. Da muss man halt immer mit dazu sehen, das wird ja ganz gerne mal vergessen, ne? Das ist sozusagen eine positive Seite, dass also die Finanzierung gut läuft und sie auch so gesehen für beide Spiele reicht. Wir haben schon mal darüber gesprochen vor einiger Zeit. Man kann so ganz grob, ja, man wird es nie genau herausfinden, wenn man nicht der Chef von der Firma ist, aber ganz grob kann man rechnen, dass ein Entwickler im Monat 5.000 Euro kostet. Egal, ob der jetzt wirklich ein Entwickler ist oder ein Designer, ein Mitarbeiter. Also ein Mitarbeiter von Cloud Imperium Games kostet im Monat 5.000 Euro, da ist alles drin. Miete für die Studios, Stromkosten, Lizenzkosten, Gehalt und Lohn und was auch immer, Steuern, Krankenbeiträge, Pipapo, ist alles inklusive, ist mal so eine easy Rechnung. Und wenn ihr mal überlegt, Cloud Imperium Games hat 600 Mitarbeiter mal 5.000 Euro pro Monat, sind also rund 3 Millionen Euro im Monat, was CRG an Kosten für die Entwicklung von Star Citizen hat. Das heißt, man kann das jetzt mal hochrechnen auf die Jahre der Entwicklung und kann sich dann mal die Frage stellen, hat sich hier wirklich jemand an unserem Geld, an den Donations quasi für das Spiel bereichert oder nicht? Und ich glaube, wenn man das mal ausrechnet, ich mache das nicht, rechnet es gerne mal, wenn es euch interessiert, rechnet es euch mal aus, wie viel Kohle da zusammenkommt. Man muss es immer ein bisschen relativ rechnen, weil Cloud Imperium Games hatte ich von Anfang an 600 Entwickler, also man muss es ein bisschen differenzierter sehen, aber ganz grob kann man sagen, das Geld ist in die Entwicklung geflossen. Ja, es ist also nicht so, dass sich da irgendjemand, weiß ich nicht, einen Helikopter gekauft hat und eine Yacht und ein was alles gekauft hat. Da hätte mehr Geld fließen müssen und da hätte CRG viel, viel kleiner sein müssen. Sie haben sich ja wirklich vergrößert und das ist auch direkt der zweite Punkt. Was auch oft vergessen wird, ist natürlich, dass Cloud Imperium Games ganz am Anfang der Entwicklung von Star Citizen, also 2012, noch gar keine stehende Firma war. Das heißt, sie hatten, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter sie hatten, eine Handvoll, ne? Also kannst du wahrscheinlich wirklich an zwei Händen abzählen, die da gestartet sind und dann musst du ja erstmal loslegen. Dann tröpfelt das Geld so rein, ne, über Kickstarter und dann hast du ein bisschen Kohle, dann kannst du mal ein Studio anfangen hochzuziehen, du musst es ja auch machen, musst du die Gebäude organisieren, du musst die ganze Infrastruktur aufbauen, musst Leute anwerben, musst vor allem auch die richtigen Leute anwerben, die das können, was du brauchst für dein Spiel. Und dann, ja, dann haben sie natürlich auch immer weitergemacht. Sie haben ja immer weiter Spenden gesammelt damals und neue Stretch-Goals versprochen, die sie natürlich bis heute nicht eingehalten haben, logischerweise, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Aber sie haben das Spiel auch immer weiter wachsen lassen. Also es ist alles gewachsen. Das Geld ist gewachsen, die Anzahl der Mitarbeiter ist gewachsen, die Anzahl der Studios ist gewachsen und auch die Anzahl von Features ist gewachsen. Es hat sich alles so ergeben. Anders also als bei einem anderen Publisher oder Entwickler, der von Anfang an, was weiß ich, 300 Millionen Euro hingestellt bekommt, ne? Zum Beispiel ein Rockstar Games, die ein GTA 5 bauen oder so, die haben von Anfang an vielleicht 300 Millionen und haben ein stehendes Studio und ihre stehende Infrastruktur, die legen los und dann sind die auch viel, viel schneller. Was uns dann zum dritten Punkt führt, nämlich der gesamten Entwicklungszeit.
die man ja auch wieder relativ sehen muss. Wenn ich die ersten 2-3 Jahre damit beschäftigt bin, mir überhaupt mal darüber im Klaren zu werden, wie viel Geld bekomme ich denn, was kann ich damit überhaupt machen, welche Leute brauche ich dafür, wo kann ich mir Studios hochziehen, wo ist es sinnvoll, ein Spiel zu entwickeln, Klammer auf, in Deutschland zum Beispiel eher nicht so, also ja, damals jedenfalls nicht. Und welche Förderung kann ich mir holen? Ne, das ist am Ende eine Firmengründung. Das ist wie, als würdest du aus einer Garage anfangen, Laptops zu entwickeln. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Und deswegen muss man auch bei der Entwicklungszeit, das sind wir bei 9 Jahren, muss man halt immer mit berücksichtigen, dass sie eben, wie ich schon sage, 2 Spiele entwickeln, parallel. Die natürlich viele Gemeinsamkeiten haben, das ist schon klar, aber die trotzdem unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, das eine ist ein Online-Spielen MMO, das andere ist eine durchgeskriptete oder ja durchgeführte Singleplayer-Kampagne. Das sind völlig verschiedene Games, die man da entwickelt und man braucht auch ganz andere Leute dafür. Ne, die technische Seite ist wieder eine andere Sache, aber gerade den Story-Part und so weiter, ne, brauchst du ganz andere Leute. Und ja, dass sie eben auch diese ganzen Ziele, die sie hatten, ich nehme da immer als Beispiel das Planetenlanden, ne, das war ja nie geplant früher, dass man einfach seamless landen kann, einfach runterfliegen und landen, wo man will, sondern früher war mal geplant, es gibt so eine Handvoll Landezonen pro Planet oder pro Mond und dann fliegst du einfach runter, aber mit einer Animation. Das heißt, du kannst nicht frei landen. Das haben sie dann später erst gemacht, wo sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Geld, wir haben die Leute, wir können das tatsächlich als Stretch Goal anbieten, als, ja, als krasses Feature sozusagen und dadurch ist es überhaupt erst zustande gekommen. So, also so viel mal zum Vorgeplänkel, zum Vorwissen zu dem ganzen Thema Entwicklung von Star Citizen bis heute. Trotzdem ist es natürlich genauso richtig, dass sie bis heute kein funktionierendes Spiel haben. Also, na gut, die Alpha 3.12 oder jetzt 3.13 bald sind zwar schon funktionierende Spiele, aber halt nicht wirklich fertig und da fehlt, also der Fritz hat ja zum letzten Sonntag gesagt, völlig richtig übrigens, gegenüber dem, was am Ende rauskommen soll, ist das, was wir jetzt haben, wirklich ein winziger, winziger kleiner Part. Das ist noch gar nichts eigentlich. Und das stimmt auch, das ist vollkommen richtig. Auch wenn es jetzt schon Spaß macht, auch wenn man jetzt schon viele Stunden reinstecken kann, verglichen mit dem Endprodukt, was rauskommen soll, ist noch nicht viel passiert. Was aber wiederum auch an vielen Dingen liegt, die wir letztens schon besprochen haben, was aber auch daran liegt, dass natürlich der Entwickler sich hier ungern, wie sagt man das, Deadlines setzt. Also sie setzen Deadlines, halten sie aber nie ein und werden dafür auch nicht bestraft. Darüber haben wir auch gesprochen. Was aber auch wiederum was Positives ist. Denn, und das ist das Spannende an Star Citizen, wir hatten ja letzten Sonntag das Thema, warum nicht einfach irgendein Publisher oder irgendein anderer Entwickler einfach mal Geld in die Hand nimmt und in ein paar Jahren so ein Spiel wie Star Citizen aus dem Boden stampft. Einfach mal so. Und ich glaube, das geht halt nicht, habe ich auch schon letzten Sonntag gesagt, ich glaube, es geht nur auf diesem Wege. Das heißt, diese Sonderstellung, die Star Citizen hat, dieses ganz Besondere, was es so nirgendwo sonst gibt, hat natürlich diverse Risiken und diverse Nebenwirkungen, ja, aber hat eben auch den großen Vorteil, dass man sich keine Deadlines in dem klassischen Sinne setzen muss, wo dann ein Publisher normalerweise schon längst gesagt hätte, Leute, jetzt scheiß doch mal auf den ganzen Detailkram hier, ja, haut das Spiel raus, macht das Ding fertig, wir wollen jetzt Geld verdienen. Das haben wir hier nicht, denn hier verdient kein Publisher Geld. Ne? Technisch gesehen hat CLG auch nichts verdient. Sie haben ja alles in die Spielentwicklung wieder reingesteckt. Das heißt, wir geben Geld und CLG entwickelt von dem Geld mehr, sozusagen. Deswegen haben wir auch das Problem. Das ist halt immer diese zwei Seiten, die ich vorhin gesagt hatte. Auf der einen Seite hast du einen Entwickler, der quasi, ja, ich sag jetzt mal, annähernd unbegrenzt Zeit hat, das Spiel zu bauen und das dadurch auch sehr, sehr lange dauert. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine unglaublich fortschrittliches und tiefgründiges Game, was am Ende potenziell dabei rauskommen kann. Ne? Nicht muss. Es kann auch alles nach hinten losgehen irgendwann. Das wissen wir alle. Ne? Aber das geht halt nur auf diesem Wege. Ein normaler Entwickler, ein normaler Publisher könnte das in dieser Form gar nicht machen.
das Risiko wäre einfach zu groß. Ich meine, finanziell ein Ubisoft oder so oder ein EA, die könnten sich das bestimmt leisten, mal 300 Millionen über einen gewissen Zeitraum zu investieren, aber sie wollen das Risiko einfach nicht eingehen. Und sind wir mal ehrlich, die 350 Millionen, die wir jetzt für Star Citizen und Squadron 42 haben, die werden nicht reichen. Und zwar bei weitem nicht. Also ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass wir in absehbarer Zeit bei einer 500 Millionen landen werden und mehr. Das liegt in der Natur der Sache, weil wenn man sich überlegt, was jetzt im Spiel drin ist und was noch alles kommen soll, ja, dann weiß man, wo man landet. Sowohl zeitlich als auch finanziell. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn wie gesagt, das ist ja der große Vorteil der Entwicklung, dass sie ja tatsächlich dieses stehende Alpha-Spiel haben, in dem wir ja immer spielen können und auch unseren Spaß dran haben. Und wenn man sich als Spieler dafür begeistert, diese Alpha zu spielen, und parallel dazu sich dafür begeistert, an der Entwicklung so ein Stückchen teilzuhaben, so ein bisschen mitzumachen, das Gefühl zumindest zu haben, mitzumachen, auf jeden Fall die News immer zu gucken und so ein bisschen dahinterher zu sein, ah, was kommt denn als nächstes, oh, Roadmap-Update, gibt's da was Cooles und so. Wenn man sich dafür ein bisschen begeistern kann, dann hat man da, obwohl das Spiel noch lange nicht fertig ist und obwohl es teilweise total furchtbar zu spielen ist, trotzdem Spaß dran, einfach nur zuzugucken, so wie ihr es bei mir macht, auf meinen Videos oder im Stream oder in den News. Das macht euch ja auch Spaß, sonst würdet ihr es ja nicht gucken. Das ist also wie so eine Art eigenes Spiel für sich. Die Spielentwicklung ist zum Spiel geworden, gewissermaßen, in einem gewissen Rahmen. Dass das natürlich nicht unendlich so gemacht werden kann, das ist klar. Aber ich habe schon häufig darüber gesprochen und ich werde auch oft gefragt, wie lange dauert denn Star Citizen noch? Es ist unmöglich, das zu sagen, aber geht mal locker von 5 Jahren aus. Das wir von der Release-Version sprechen. Und auch in der Release-Version wird noch lange nicht alles drin sein, was sie geplant haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil, guckt euch ein World of Warcraft an. Das gibt es jetzt seit 16 Jahren, seit 17 Jahren, und das ist ja auch noch nicht fertig. Ne? Es kommt ja immer noch was Neues hinzu, andere Sachen fliegen raus. Das ist ja, MMOs sind immer in einer gewissen, ja, in so einem gewissen Wandel, sage ich mal. Ne, da kommt was Neues, wird was alles rausgeschmissen, so wie es bei Star Citizen auch der Fall ist. Nur der Unterschied ist, dass in Star Citizen ja, und das sage ich auch ganz klar, locker die nächsten 5 Jahre noch die Core-Gameplay-Mechaniken implementiert werden müssen. Ich bin mir sicher, dass die Gameplay-Mechaniken reinkommen. Das sieht auch auf der Roadmap danach aus. Das scheint mir alles zu funktionieren, wenn sie die technischen Probleme lösen. Haben wir schon mal besprochen. Ne, also iCache, Server-Meshing zum Beispiel. Aber da sind sie ja dran. Also was man CRG nicht vorwerfen kann, ist das Thema Gameplay-Mechaniken hinauszögern. Da habe ich nicht das Gefühl, dass sie da irgendwas hinauszögern würden. So, und was ebenfalls sehr, sehr positiv hervorzuheben ist, ist natürlich die transparente Entwicklung. Auch wenn ich mich immer wieder über Intransparenz aufrege, das ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau, denn kein Spielentwickler der Welt ist so transparent wie Cloud Imperium Games, was sie natürlich aber auch sein müssen. Es ist ja eine öffentliche Entwicklung, das gehört ja auch dann zusammen. Wenn ich also öffentlich entwickle, muss ich auch öffentlich mich rechtfertigen oder transparent sein. Aber das machen sie. Das machen sie zumindest bei Star Citizen ganz gut, bei Squadron 42 eher nicht so. Hat ja auch seine Gründe, warum. Aber das ist eben auch was Schönes, dass man eben wirklich diesen Blick hinter die Kulissen hat. Wo sie selber ja sogar einen YouTube-Kanal, ich meine, welcher Entwickler betreibt einen YouTube-Kanal, wo er 2-3 Mal die Woche Sachen hochlädt über sein Spiel, über die Entwicklung, über all diese Sachen. Klar, es ist, ich weiß, es ist eher Marketing-Richtung, es ist, also sie würden jetzt kein Video hochladen, wo sie zeigen, wie schlecht irgendwas funktioniert, würden wir aber auch nicht machen, ne? Aber trotzdem sind sie in diesen Punkten relativ transparent und das ist auch eigentlich was Schönes, denn das fehlt auch generell so ein bisschen in der normalen Gaming-Industrie, da hat man teilweise das Gefühl, bewegt sich nichts fort, ne? Guckt euch Entwickler an, eure Lieblingsentwickler von mir aus, niemand ist so transparent wie CRG. So, und was ebenfalls natürlich eine positive Sache ist, sind tatsächlich die ganzen Raumschiffe. Ja, ich weiß, die Raumschiffe kosten eine Menge echt Geld, müssen sie auch kosten, habe ich schon mal wieder drüber gemacht, warum. Kann ich auch gleich nochmal ganz kurz was dazu sagen. Aber wir reden jetzt mal von den Ingame-Sachen. Einige sagen ja immer noch, CRG will ja nur Raumschiffe verkaufen und so, die haben ja gar kein Interesse und so, die wollen nur Geld melken quasi mit Raumschiffen, aber das widerspricht ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, den Tatsachen. Also Tatsache ist, Punkt 1, sie haben im letzten Jahr nur halb so viele Raumschiffe rausgebracht wie im Jahr davor. Ein Entwickler, der nur Geld verdienen will mit Raumschiffen, der würde ja nicht weniger rausbringen, sondern wenn, dann mindestens mal genauso viel oder mehr. Also das ist mal Punkt 1. Punkt 2.
Man kann fast alle Raumschiffe mittlerweile im Spiel kaufen, ist auch schon über ein Jahr lang und alle sind persistent, wird nichts gewiped, wird nichts gelöscht. Also auch da ein Entwickler, der sowas macht und sie hätten es ja gar nicht machen müssen. Also es wurde ja zwar von der Community immer mal wieder ja so ein bisschen angesprochen, aber ich bin mir fast sicher, wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre es auch nicht allzu Schlimmes passiert im Spiel oder mit der Community. Also sie haben das von sich aus tatsächlich gemacht. Ne? Diese Freischaltung sowohl leihen als auch kaufen im Spiel. Und zwar alle Flight-Ready-Schiffe. Also gut, es gibt ein paar Ausnahmen, die gibt es noch nicht. Da muss man halt immer so ein bisschen, ja, sie müssen ja auch Geld bekommen. Also sie behalten sich dann vor, zum Beispiel zu sagen, okay, das neue Raumschiff, was wir jetzt gerade released haben, gibt es erstmal nur für Echtgeld. Aber es ist auch egal, weil es kommt dann auch in-game rein und dann kann man sich es kaufen. Und ich glaube, CRG selber hat sogar mal in irgendeinem Post, ich habe es vergessen, ich wollte es mal raussuchen, habe es aber nicht mehr gefunden, haben sie sogar selber gesagt, es reicht doch vollkommen aus, wenn sich Leute ein Game Package kaufen. Und das ist ja auch so. Wenn sich jeder ein Game Package kauft, das sind immerhin $45, dann ist das eine ganze Menge. Im Durchschnitt haben die Leute, glaube ich, bei Star Citizen um die $100 investiert. Im Durchschnitt. Manche haben 1000, manche haben nur das Game Package. Unterm Strich kommst du auf $100. Das heißt, das Game Package ist ja schon die Hälfte vom Durchschnitt. Ja. Und so ein paar Upgrades und ein paar Skins kauft man sich über die Zeit sowieso ab und zu mal. Also die ganz teuren Schiffe, klar wollen sie die gerne verkaufen und das soll auch ihr gutes Recht sein. Aber am Ende des Tages kann man sich alles erspielen und muss keinen Cent reinstecken, wenn man es nicht will. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja wieder so eine positive Seite an der Entwicklung. Man kauft das Game Package, hat dann unbegrenzten Zugang zu Star Citizen, sowohl heute als auch morgen, als auch beim Release. Das ist nichts, ja, es gibt kein Abo, kein Pflichtabo oder sonst irgendwas. Das ist also relativ günstig, in Star Citizen einzusteigen, wenn man bedenkt, dass man wirklich jedes Quartal auch Content bekommt, neue Patches und so weiter und so fort. Auch wenn es noch nur ein halbfertiges Spiel ist oder ja, zu einem gewissen Teil fertig ist, aber man kriegt schon was für sein Geld, wenn man sich für die Entwicklung nebenbei auch noch begeistern kann. Und alles andere sind ja letztlich Donations, gewissermaßen. Na, also wer ein Schiff kauft, supportet die Entwicklung. Das ist quasi wie eine Spende. Also gegenseitig kriegst du dann ein Raumschiff. Kann man so sehen, muss man nicht. Wie gesagt, kann jeder sehen, wie er will. Aber im Endeffekt ist es halt keine Pflicht. Und das ist ja das Schöne. Es ist dadurch im Endeffekt auch wieder so ein kleines Minigame. Ah, da kommt ein neues Raumschiff raus. Das kostet, was weiß ich, 50 Euro oder so. Das sind, hier können wir als Beispiel nehmen, den neuen Grey Cat. Nee, Quatsch, Grey Cat ist gar nicht. Der Cyclone MT. Niemand muss den sich kaufen. Aber ich bin mir sicher, fast jeder hat ein Upgrade geholt. Vom Cyclone oder Cyclone TR auf den MT. Warum auch nicht? Ne? Mal ein Fünfer. Ich meine, wenn man sich anguckt, was Leute für zum Beispiel League of Legends raushauen für Skins, das sind auch teilweise Hunderte, teilweise Tausende Euro, die im Laufe der Spielzeit, die man League of Legends gespielt hat, zusammengekommen sind. Ich kenne da ein paar Leute, die haben das auch gemacht. Die haben da wirklich viel Geld reingebuddert, 700, 800 Euro oder mehr. Und das ist auch vollkommen okay, weil es ist ja auch ein Hobby, gewissermaßen. Also das muss man immer so ein bisschen, so ein bisschen differenziert sehen. Jeder gibt für sein Hobby unterschiedlich viel Geld aus. Manche fast nichts und manche ganz, ganz viel und irgendwo muss man sich selber einordnen. Aber das Schöne ist eben, dass es die Entwicklung supportet. Und das ist die positive Seite. Das heißt, Cloud Imperium Games ist hier nicht angewiesen, da schließt sich nämlich der Kreis zum Anfang wieder, ist nicht angewiesen auf den Publisher, auf einen großen Geldgeber, auf einen Einzelnen quasi, der ja dann auch noch möglichst viel mitreden will und viel reinreden will und sagt, hier, das Feature, muss das jetzt sein? Mach das doch später. Oder so, hau das doch als DLC raus. Nein, das ist eben der Vorteil, sind sie nicht drauf angewiesen. Das ist die Einzigartigkeit der Entwicklung. Sie kriegen das Geld von der Community quasi ohne Gegenleistung. Naja, nicht ganz, ne? Also wenn sie nichts mehr liefern würden, wäre es vorbei. Aber es ist jetzt kein wirklich hartes Eingreifen der Community notwendig oder überhaupt erwünscht in dem Sinne. Dass man sagt, liebe Community, guckt mal hier, das Feature hier, dürfen wir das jetzt machen oder dürfen wir nicht? Nö, die machen das oder machen, oder ne? Das entscheiden sie selber. Da sind wir gar nicht beteiligt. Und das ist auch gut so, denn wir haben ja streng genommen keine Ahnung von Spielentwicklung. Manche glauben zwar, sie hätten Ahnung von Spielentwicklung und schreiben dann irgendwelchen Quatsch. Sowas wie, sie sollten jetzt mal das Raumschiff hier in den, quasi priorisieren, weil da warte ich jetzt schon 5 Jahre drauf, aber hat vielleicht keine Priorität, weil es einfach Blödsinn ist, das jetzt zu priorisieren. So, also das muss man halt immer dazu sagen,
viele Köche verderben dann auch irgendwo den Brei. Deswegen ist es ganz gut, dass sie selber sich die Ziele setzen. Und wir haben ja als Community auch den Einfluss. Und das ist wieder was Positives. Wir haben schon trotzdem als Gesamtcommunity einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung. Nämlich können wir, ja, CRG dazu bewegen, dass sie Dinge anders machen. Na, also wenn jetzt sich tausende Leute aufregen über die Star-Map zum Beispiel, dann würden sie der wahrscheinlich eine höhere Priorität geben, als wenn sich keiner darüber aufregt, dass man die mal fixt. Ne? Zum Beispiel. Übrigens, falls es irgendwie ein bisschen rumpelt, sorry, das ist meine Schlafzimmertür, hier ist es heute ziemlich windig, das könnte eventuell, naja, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört. Falls ja, dann sorry dafür, aber ich kann es leider nicht ändern. Gut, das ist halt die Sache, wir können trotz dessen, dass wir jetzt keinen direkten Einfluss haben, kein Vetorecht haben in dem Sinne, können wir trotzdem über unser Feedback, über unsere Mitwirkung, über Bug-Reports oder andere Dinge und auch einfach nur durch das Spielen des Spiels an der Entwicklung mitwirken. Beispiel, wenn niemand die Paketmission macht, dann braucht man gar kein Feedback geben, das sieht CRG anhand der Zahlen und dann sehen sie, aha, die sind scheiße, wir müssen den Quest-Reward erhöhen. Ne? Zum Beispiel. Das sieht man also auch. Also selbst das reine Spielen des Spiels hilft bei der Entwicklung und hilft CRG damit genauso. Nichtsdestotrotz, und das soll auch mein Abschlusssatz hier an der Stelle sein, sollte man bei allem, was man am Spiel liebt und was man auch an der Entwicklung toll findet, immer die Dinge so ein bisschen versuchen, zumindest ein Stück weit zu hinterfragen, sind diese Sachen so, wie sie sind, wirklich richtig? Das ist dann immer eine ganz subjektive Geschichte, eine ganz eigene Frage, die jeder für sich beantworten muss. Und dann auch entsprechend ein faires Feedback geben, dem Entwickler. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, das Feature, ich nehme es mal als Beispiel, das Mining, dieses dreiteilige Mining, das gefällt einem nicht, das findet man doof, dann sollte man das nicht nur irgendwie für sich sagen und irgendwie dann sagen, na gut, dann spiel es halt nicht mehr, sondern sollte vielleicht auch versuchen, da entsprechend daran mitzuwirken, dass sie das verbessern oder eben, naja, zumindest seine Meinung kundtun, das ist immer ganz, ganz wichtig. Immer auf Augenhöhe, ganz, ganz wichtig und nicht, man sollte versuchen, möglichst wenig mit irgendwelchen Extremen zu arbeiten. Ne? Also ich habe ganz am Anfang gesagt, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Es gibt aber trotzdem keine Extremen. Also wer mit Extremen aufwartet, hat fast immer völlig Unrecht und deswegen, man sollte es immer versuchen, ein bisschen objektiv versuchen, zumindest versuchen zu sehen. Ja, was sind eure positiven Meinungen? Was sind eure positiven Erfahrungen mit der Entwicklung von Star Citizen? Was gefällt euch daran gut oder was gefällt euch vielleicht auch nicht so gut? Welche Dinge sind euch da ganz besonders wichtig? Also, ja, wie kann man am besten die Frage stellen? Schwierig. Was ist das an der Entwicklung, was euch am ehesten zusagt, sozusagen? Was treibt euch da an? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen über die ganzen Themen diskutieren. Und wie gesagt, betrachtet das Video von letzten Sonntag und dieses Video so ein bisschen als, ja, nicht als eins, das nicht, das sind zwei verschiedene Sachen, aber als aufeinander aufbauen ein Stück weit, um einfach so ein bisschen die Transparenz und auch die Objektivität möglichst hochzuhalten. Ne? Und wir sehen uns heute Abend im Community-Stream. Heute gibt es ein großes Community-Event. Mit tollen Preisen für die Mitmacher. Ich weiß, soll ich schon verraten? Ich verrate noch nichts. Ich schreibe es nachher nochmal ins Community-Tab rein. Auf jeden Fall einiges. Ich sag mal, um die 10 Millionen gibt es auf jeden Fall. In Form von Fahrzeugen und Raumschiffen, pipapo. Und heute ist auch unser großes Monats-Giveaway vom März. Denn heute gibt es den T16.000 Schubregler als Giveaway. Und noch zwei weitere coole Dinge, die ihr heute im Stream für eure Stars holen könnt. Also ab 19 Uhr seid mit dabei. Wer mitspielen will, sollte pünktlich sein. Ich lade ja immer ganz am Anfang ein. Und ich verlinke euch nochmal den Twitch-Channel unten in den Kommentaren angepinnt. Wenn noch nicht da ist, lasst gerne ein Follow da. Und dann sehen wir uns heute Abend zum Community-Event-Stream. Also danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Bis dann und ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for. Thank you.
some go down.